Herzlich willkommen. Du bist schon runtergegangen? Okay. Herzlich willkommen zum neuen Spiel, den Wartesimulator. Oh nee, war echt das? Hä? Da oben ist eine Kamera. Ich fasse es nicht. Nein. Bin so weit nach außen gelaufen. Was? Hier ist doch kein. Doch, hier ist eine Kamera. Diesmal bist du zu weit nach außen gelaufen. Ach so, man muss da innen drin, okay. Ja. Das ist mir vorhin nicht aufgefallen, dass ich da innen drin gelaufen bin. So, ich glaube, von hier kann man gut sehen. Also du gehst jetzt doch wieder runter? Ich gehe jetzt mal runter, um die Zeit zu messen. Okay. Oder? Das macht doch... Beziehungsweise... Vielleicht werde ich nicht gesehen. Okay. Wir sind ungefähr bei einer Minute. Startzeit. Und was macht ihr so mit eurer Freizeit? Schreibt es in die Kommentare. No. Ah ja. Ah, warum habe ich keine Muni? Hast du unendlich Muni? Hadouken! Oh Gott. Ich bin einfach froh, dass uns nicht so viele Leute zugucken können. Leute, macht dieses Video viral. Wir möchten 1000 Aufrufe. Wir möchten 1 Million Aufrufe erzielen. 1 Million Aufrufe. Und einen vollen Like-Balken. Schafft ihr das? Heute im Mario-Simulator. Das ist immerhin besser als The Division im Moment. Ich dachte gerade eben, dass das Geräusch aufhört. Ja, sie kommt. Da hinten ist sie. Wie viele Minuten haben wir jetzt? 2:40. Nach 2:40 kommt sie hier an. Also, wir haben ungefähr nach 10 von 30 Sekunden ab, glaube ich, ungefähr. Okay, ein bisschen kann ich ja jetzt hier weiter. Ich komme von meiner Position aus nicht mehr weg. Ich glaube, dass sie dich sehen wird, aber... Hoffen wir mal nicht. Wo ist denn die bereits? Ist sie schon da runter? Keine Ahnung. Da kommt sie. Die ist da? Sieht mich. Sie sieht dich. Wie viele haben wir? Wie viele Minuten? 3, also man muss mindestens 2, 2,5 Minuten warten. Ja, 2:40 muss man warten, bis sie bei uns ist, und dann warten wir noch ein bisschen länger. Warten wir 3 Minuten und dann gehen wir langsam runter. Okay. Und dran denken, bei der Innenseite laufen. Stimmt, du holst ja auch immer ein Schild. Ich setze meinen Timer auf 3 Minuten. Dran. Nicht zu nahen reinlaufen, falls die Kamera einen weiten Sichtradius hat. Ja. Das ist wirklich spannend. Eine so spannende Folge hier von Fimima Let's Play mit dem Fimima neben mir, der bald Lust auf ein Bier hat. Ich hab schon den ganzen Tag Lust auf ein Bier. Ich hab unten Kristallweizen. Ach, dein Lieblingsbier. Ja, weil ich wurde zum Biertrinken von dem letzten Familiengeburtstag aufgerufen. Hab ich gesagt, Kristallweizen, warum? Trinken die meisten nicht, bleibt mehr für mich übrig. Hab ich noch so 10 übrig. Okay. Also, das reicht dann noch für uns. Ich weiß, dass der Euchinger eher ein Fan von Pilz ist. Ein Name, der euch nicht sagt.
In der Hinsicht darf ich mal sagen. Ja. Und wenn die googeln, werden wir wahrscheinlich auch nichts rausfinden. Nee. So langsam gewöhne ich mich wieder an den alten PlayStation-Controller. Aber der neue oder vor allem der Xbox-Controller, ich weiß schon, warum alle sagen, dass der Xbox-Controller besser ist. Das stimmt einfach. Ich muss zugeben, ich habe beide Sachen gespielt, lange Zeit. Rocket League 50 Stunden Xbox-Controller, PlayStation ziemlich lange. Ich muss zugeben, ich finde nicht, dass der Xbox-Controller sich besser anfühlt, weil meine Hand ist halt eben recht klein. Und dafür ist der PlayStation-Controller halt eben auch nicht schlecht. Was ich bei dem PlayStation-Controller lieber mag, ist, dass dort diese beiden D-Pads unten sind. Das mag ich bei dem Xbox-Controller nicht so, dass es ein D-Pad oben ist. Ah, okay. Ja gut, aber das braucht man sowieso nicht. Aber ich muss schon, also ich habe ja den Xbox One-Controller. Ah, du hast einen Xbox One, ich habe einen Xbox 360 für PC. Weil der günstiger war. Und, also ich glaube nicht, dass so gut kann die Verbesserung von Xbox 360 zu Xbox, von Xbox One zu Xbox 360 nicht sein wie bei PS4 zu PS3, weil das ist ja wirklich, das sind Lichtjahre Unterschied von der Qualität zwischen viel mehr PS3 und PS4-Controller. Bei find, Xbox war der 360. Ich finde es auch so interessant, dass Sony in dem Bereich auch recht innovativ ist, weil die hatten sich auch wirklich Gedanken mit dem Controller gemacht. Das D-Pad so, ja, sinnvoll, aber ich finde es toll, dass die damit die... Scheiße. Was haben wir jetzt gesagt? Warte mal. Jetzt gehen wir mal kurz da runter. Hier. Ist das elektrisch oder wieder runter? Das zum Versagen hat 7 Minuten. Wann haben wir angefangen? Also jetzt sind es 3 Minuten. Also wir dürfen... 2,40 vielleicht maximal warten. Ah, jetzt ist er durch. Ah, okay. Das ist tricky. Na gut, dann müssen wir so 2,30 warten, würde ich sagen. Ja. Der Zug hat mich getroffen. Also weiter mit dem Labern. Wir waren gerade bei den Controllern und ich muss zugeben, das D-Pad ist sinnvoll. Es macht halt eben diese ganze Tasteneingabe da vom PlayStation sehr angenehm, weil es ist mit dem normalen Controller, falls man dann eine URL eingibt oder sowas. Ey, das, ach so, ja, okay. Das hasse ich so sehr. Und bei der PS4, da kannst du ganz schön deine Passwörter angeben. Vor allem, wenn du darüber Network, Spotify und sonst was hast und musst immer wieder deine Passwörter manchmal eingeben oder so. Das ist sehr elegant. Und dann noch, ich finde es sehr toll, wie die damit die Select-Taste ersetzt haben, denn als ich zum ersten Mal bei Just Cause mit dem D-Pad die Map aufgerufen habe, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen immersiv, dass man halt eben drauf toucht und dann kommt die Map so ein bisschen, hat sich das sinnvoll angefühlt, fand ich. Ja. Es fühlt sich einfach sinnvoller an, PS4-Controller. Aber weil auf dem PC brauche ich ja das Eingeben und so nicht. Gut, auf dem PC ist PS4-Controller sowieso viel schlechter als Xbox, weil es einfach Xbox-Controller an PC angepasst ist. Ja, Microsoft. Aber ja, das ist schon so eine Sache. Aber der neue PS4-Controller, der ist auch schon richtig gut. So, noch eine Minute ungefähr. Müsstet ihr auch bald da entlang laufen. Dann ganz da langsam hinterher. Ist die schon runter? Man kann da sogar sehen, wie die Kamera ausgerichtet ist. Sie läuft da hinten noch. Jetzt geht sie runter. Warten. Oder? Jetzt langsam runter.
unten schon weg, glaube ich. Rein. Jawohl. Bist du durch, okay? Besorgen Sie sich das Passwort. Das heißt. Können wir mal ausschalten. Hey, das hast du schon gemacht? Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Oder lag es drin, vielleicht lag es auch daran, dass ich die Kamera gehackt habe. Bist du auch drin? Nee, ich bin nicht drin. Ah. Machst du die Mission alleine? Hast du eigentlich eine Waffe? Nee. Mist. Boah. Gut. Gut, dass wir auf Schild hast, Mann. Und gut, dass wir auf einfach sind, sonst hätte ich das nicht hinbekommen. Die Kameras habe ich alle ausgeschaltet. Kannst du eigentlich diese Tür da wieder aufmachen? Mit vielleicht den Knopf da an der Tür oder so? Warte mal. Nö, das fehlt nix. Nee. Dann viel Spaß mit der Mission. Sollte ja nicht mehr so viel sein. Oh. Kontrollpunkt. Ah, muss man das aufmachen? Nee. Ah. Code eingeben. Es geht. Ah. Und töten. Triff mal, Junge. Scheiße. Drei Löcher in der Wand, ein Typ am Boden. Die Kamera habe ich auch schon. Ah, das wäre keine Kamera. Und den triffst du sofort. Ja. Jetzt bin ich geübt. Warte auf Daten. Deaktivieren Sie die Timesplitter-Maschine. Was? Was? Okay. Das ist krass. Nee. Kann man die deaktivieren? Nee. Drück mal ein X davor. Scheiße. Fuck. Was hab ich noch für eine andere Waffe? Bei dir. Bist du dir sicher, dass du den überhaupt ausschalten kannst? Ja. Anscheinend nicht. Vielleicht musst du das da vorne deaktivieren. Dreh dich mal um. Da ist da irgendwas, irgendein Knopf da vorne. Wenn du den Schläuchen folgst. Da. Ja. Ist da nichts. Hm. Hm. Das ist komisch. Was könnten wir sonst hier machen?
Neben dir, direkt neben dir, ist ein Knopf mit Power da. Vielleicht jetzt nichts. Oder war das ein Affe? Ich glaube, es ist der Affe, den man später spielen darf. Ja. Ich meine, das ist ja so wie bei jedem Story-Multiplayer-Teil. Geht doch. Wow. Nett. Da geht es in den Keller runter. Gingst du runter, von da bin ich doch gekommen. Von da bin ich gekommen, ja. Muss ein Timesplitters ordnen, mach vielleicht mal deine Map da unten auf. Das Ding hab ich ja nicht, das hast nur du. Ah. Der ist. Nee, vergiss das es. Das Ding hier ist weg. Oder ist das hier? Ah, toll. Was, da ist bei mir jemand rausge... Okay, ich hab die ganze Zeit nur bei dir hingesehen. Warte mal, wo bist du jetzt? Ich bin ja die ganze Zeit draußen. Ja, okay. Aber eliminieren Sie die Bandenchefin, bevor sie flieht? Würde ich sagen, neu starten, ja, okay. Vom Kontrollpunkt aber aus. Gut, da sind wir hier drin, oder? Ja. Ja, dann bin ich auch da drin. Cool. Hackt den Laptop da unten. Warte, das ist eine 9, das ist eine 8, das ist eine 6 und das ist eine 9. 69, oh. Na, will der nicht kommen hier? Probleme. So, hier war ja nix. Time für das Maschine deaktivieren. Erledigt. Die müssen wir erledigen. Geht doch. Ich hab dich geschossen. Was haben wir jetzt noch für Ziele übrig? Den Kristall finden. Okay. Okay. Hab ich. Das ist so einfach was. Finden Sie das Dimensionstor. Okay. Das sollte eigentlich hier nicht sein. Wurde stabilisiert. Ist das hier oder? Ich glaube nicht, dass wir da nochmal nach oben müssen, oder? Nee, denke ich nicht. Oder doch oben? Okay, es scheint doch oben zu sein. Wir müssen nur durch, wir müssen keinen Krieg anzetteln. Ja. Krieg! Bier! Oh! Doch noch ein bisschen Action.
nicht mehr damit gerechnet, dass noch Action kommt. So, und wo haben wir das Dimensionstor? Ich suche das mal in der anderen Richtung. Ich hab's. Geh durch, dann sind wir fertig. Huhu, ja, endlich! Hat doch nur 20 Minuten gedauert. Diese Folge. Okay. Ciao.